Hallöchen! In diesem Tutorial zeige ich euch den von euch gewünschten LOMO-Effekt. Hier ist ein Beispiel für den LOMO-Effekt. Vorher und nachher. Dann gibt es noch andere Beispiele. Einmal vorher, nachher. Nachher und vorher. Und noch ein letztes Beispiel. Vorher und nachher. So, wir beginnen mit dem Ausgangsbild. Dieser Effekt ist ein sehr einfacher Effekt, deswegen finde ich ihn eigentlich ganz gut. An sich gefällt er mir nicht so, aber an sich, da er so einfach ist, ist es schon ganz gut. So, dann nehmen wir uns die Korrekturen und beginnen mit einer Gradationskurve. Bei der Gradationskurve können wir direkt in der Kurve, an dem oberen Viereck hier, können wir eine leichte S-Kurve bilden. So. Genau dasselbe machen wir jetzt noch mit Rot und Grün. Je nachdem, wie stark ihr den Effekt wollt, so müsst ihr dann die Kurven anpassen. Und dann könnt ihr euch auch noch die Farben ändern, je nachdem, was für ein Bild ihr habt. Und bei Blau müsst ihr es genau umgekehrt machen, also diese leichte S-Kurve genau andersrum. So. Damit habt ihr quasi schon den Effekt. Fürs Erste, dann um den Effekt noch zu verstärken, geht ihr wieder auf die Korrekturen. Ja, wo sind wir jetzt? Da. Nehmt eine Verlaufsumsetzung. Macht eine Verlaufsumsetzung von Schwarz zu Weiß und stellt die auf 30% ein ungefähr. Also, ja, so ungefähr. Oder weniger. Oder ihr könnt sie auch in die Modus einstellen. Zum Beispiel haben wir hier wieder weißes Licht. Oder ineinander kopieren. Nein, gut, zwei ineinander kopieren nicht. Also sagen wir mal weißes Licht. Und ja, kann man eigentlich komplett so lassen. Okay, ein bisschen sollte man es schon rausnehmen. Etwas dezenter gestalten. So. Dann könnt ihr noch mit Shift, Steuerung, Alt und E könnt ihr noch einen Hochpass reinbringen. Also geht hier auf Filter. Sonstige Filter, Hochpass. Dann könnt ihr das Bild noch ein bisschen schärfer machen. Also wieder so den Wert nehmen, dass ihr relativ nur die Konturen seht. Dann bei den Ebenenfüllmethoden auf ineinander kopieren. Und dann seht ihr jetzt, dass zum Beispiel das Korn hier vorne stärker wurde oder die kleinen Muster hier in dem Rock. Dann macht ihr wieder dasselbe, also wieder Steuerung, Shift, Alt und E. Diesmal nehmt ihr aber den Gaußschen Weichzeichner. Also das müsst ihr nicht machen, aber ich finde es eigentlich ein ganz guter Effekt. So. Ja, so kann man so lassen ungefähr, ja. So. Dann macht ihr allerdings eine Maske dabei. Mit STRG I kehrt ihr die Maske um. Und dann könnt ihr mit einem weißen Pinsel, 50%, ja, könnt ihr gerade am Rand hier lang malen. So. Ja, hier oben müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht die Frau im Vordergrund erwischt. Dann müsst ihr gucken, wie es im Vordergrund aussieht. Wenn ihr hier vorne zu viel habt, dann könnt ihr es hier weniger machen. Soll halt nur so aussehen, dass hier das Augenmerk mehr auf der Frau liegt. So. Im Grunde genommen war es das schon. Dann kann man auch klar Feintuning machen. Oder andere Effekte drüber legen. Aber an sich ist es schon ein ziemlich starker Effekt. Gerade für die Frauen. Die nehmen ja oft so Effekte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Tim.